Das Sommerfest des Landtags am Mittwoch. Ein Märchenfest hinter dem Märchenschloss. Zeit zum gemeinsamen Rückblick auf das letzte halbe Jahr, auf Erfolge und vielleicht auch Fehlschläge der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns. Für das Innenministerium standen NSU, NSE und Polizeieinsätze im Rahmen von Demonstrationen im Mittelpunkt. In der Datenschutzdebatte diskutiert MV weiter mit. Für Lorenz Graffier ist aber nach wie vor auch jeder selbst in der Pflicht. Ich denke, die Debatte beginnt sich zu versachlichen und jetzt müssen wir Lösungsansätze anbieten, da sind alle gefragt und letztendlich rufe ich aber auch immer zur eigenen Norm und zur eigenen Sicherheit auf. Das ist so wie früher der Tür-Haustür-Schlüssel und ein Blumentopf als Ersatzschlüssel. So ähnlich kann man das heutzutage auch auf IT beziehen. Wenn ich nicht eigene Sicherheit schaffe, dann mache ich natürlich ein Einfallstor für alle auf und muss nachher nicht über Datenschutz reden. Das Energieministerium beschäftigte sich selbstverständlich mit der Energiewende. Konkret damit, dass sich die EEG-Novelle nicht zu Ungunsten MVs auswirkt. Bevor komplett auf grüne Energie umgestellt werden kann, stehen vorerst aber auch die fossilen Energieträger noch einmal im Mittelpunkt. Wohin die Reise geht, ist noch unklar. Ob die Erwartungen, die jetzt der neue Investor, die Firma CEP, vor Augen hat, sich wirklich realisiert, versuchen die jetzt ja erst mit einer Testbohrung rauszufinden. Ich glaube, dass wir als Energieministerium und insbesondere das zuständige Bergamt in Stralsund damit Auflagen sehr gut die umweltfachlich Erfordernisse begleitet haben. Das werden wir auch weiterhin tun. Die Probebohrung ist gelaufen, diese hydraulische Stimulierung ist gelaufen. Jetzt wird getestet, ist überhaupt so viel Öl da, dass die Förderung lohnt. Das wird jetzt einige Monate in Anspruch nehmen und dann erst wird man seriös was dazu sagen können. Das Bildungsministerium unter Matthias Brotkorb stand dank Doppelhaushalt vor der ungewöhnlichen Herausforderung, sehr viel Geld sinnvoll zu verwalten. Wir haben ja mit dem Doppelhaushalt 14, 15, 50 Millionen Euro mehr pro Jahr für die öffentlichen Schulen und das hat dann auch Auswirkungen auf die freien, nach dem derzeitigen System jedenfalls. Und wir haben 50 Millionen Euro mehr, das sind 700 Stellen rechnerisch oder 600 real. Und wir haben kein zusätzliches Personal, um diese 50 Millionen zu bewirtschaften. Das heißt, die Mitarbeiter im Ministerium, in den Schulämtern, auch die Schulleitungen haben im letzten halben Jahr unglaublich gearbeitet, um dieses Geld umzusetzen. Es ist jetzt etwas schwer, das vielleicht nachzuvollziehen, aber wenn ich Ihnen 50 Millionen geben würde, 600 Personen würde sagen, verwalten Sie die mal, dann brauchen Sie ja einen großen Stab. Und das ist ohne zusätzliche Stellen bei uns realisiert worden, mit einem riesen Aufwand. Wir haben ja für das Schuljahr 14, 15 fast 1000 Stellen zu besetzen im Schulsystem. Und das war, glaube ich, das, was uns im letzten halben Jahr mit Abstand am meisten beschäftigt hat. Dadurch, dass der Bund die BAföG-Zahlungen übernimmt, dürfen auch weiterhin zusätzliche Mittel verteilt werden. Nicht die schlechtesten Aussichten für die öffentlichen Schulen. Vor einer ganz ähnlichen Aufgabe stand das Landwirtschaftsministerium, dank Mitteln des Europäischen Fonds zur Entwicklung ländlicher Räume. Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird ja für die Landwirtschaft, für die ländlichen Gebiete insgesamt 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung bekommen. Und das hat uns sehr stark natürlich in den letzten Monaten gefordert. Und dass wir das gut auf den Weg gebracht haben, darauf bin ich stolz. Wir haben eine ganze Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht. Das Biosphärenreservatsgesetz, Flusslandschaft Elbe. Immer gehört der Haushalt dazu, weil wir damit auch tolle Projekte auf den Weg bringen können. Allein in dieser Förderperiode von 2007 bis 2013 sind 32.000 Projekte in den ländlichen Gebieten auf den Weg gebracht worden. 171 Kindergärten haben wir gefördert, 84 Schulen, über 600 Dorfgemeinschaftshäuser. Das heißt also, die wirtschaftliche Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft der ländlichen Räume ist, glaube ich, relativ positiv weiter auf den Weg gebracht worden. Für Justizministerin Uta-Maria Kuder beherrschte die Gerichtsstrukturreform nicht nur das letzte halbe Jahr. Jetzt ist die Umstrukturierung unterwegs, genauso wie das Volksbegehren dagegen. Das Ministerium hat schon die nächsten Schritte im Blick. Wir sind ja schon mit Baumaßnahmen und Umstrukturierungsmaßnahmen im Laufen. Das läuft also alles schon hoch intensiv, damit wir auch pünktlich dann, wenn im Oktober das Gesetz dann auch in Kraft tritt, dann loslegen können. Das Weitere ist natürlich weitere Gesetzesvorhaben wie Arrestvollzugsgesetz, was erarbeitet wird, oder auch Landesrichtergesetz, was novelliert werden soll. Das wird uns auch über den Sommer beschäftigen. Also so viel Pause ist nicht. Ein bisschen Urlaub ist zwar auch drin, aber es ist nicht wirklich Sommerpause. Noch druckfrisch ist die Halbjahresbilanz der Arbeitslosenzahlen. Ein wichtiger Indikator für das Sozialministerium. Der niedrigste Stand seit der Wende scheint ein gutes Zeugnis für die frisch gebackene Ministerin Birgit Hesse darzustellen. Welche Projekte dazu beitragen können, diese Entwicklung beizubehalten, will sie sich in der Sommerpause anschauen.
Die Sommerpause des Landtages ist natürlich insofern eine Zeit, die man gut nutzen kann, weil keine Sitzungen sind. Und dann bleibt eben auch mal die Zeit, um sich Projekte anzuschauen, wie zum Beispiel den Familiencoach in Dirko, wie Unternehmen, die besonders familienfreundlich sind und. Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider leitete auch im letzten halben Jahr wieder die oft heftig geführten Landtagsdebatten. Gelebte Demokratie ist für sie auch abseits des Schlosses wichtig. Und das kann ganz konkret erfolgen mit Demokratieaktien. Landkreise, Unternehmen, aber auch Einzelpersonen unterstützten damit ohne viel bürokratischen Aufwand wichtige Projekte. Ein besonders lautstarkes wird die Landtagspräsidentin im Sommer besuchen. Ich werde selber bei Jamel Rock den Förster dieses Jahr mit dabei sein. Darauf freue ich mich schon sehr, weil diese Aktion zunächst im Ehrenamt geboren, in diesem Jahr durch die Wir-Initiative intensiv unterstützt wird, um zu zeigen, auch in Jameln haben die Nazis bei uns keine Chance. Die Demokraten sind nicht nur zahlenmäßig überlegen, sondern vor allen Dingen auch ideell. Wir haben die besseren Konzepte, wir haben für schwierige Probleme sicherlich keine so einfachen und primitiven Antworten wie die Nazis, die in der Regel ja auch nur populistisch sind, sondern wir bemühen uns darum, mit den Menschen in diesem Land gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich diese Demokratie positiv entwickelt. Happy End am Märchenschloss. Für das Rockfest konnten direkt auf dem Sommerfest noch Unterstützer gefunden werden. Ein wenig Urlaub dürfen sich die Minister, Abgeordneten und vielen Mitarbeiter im Landtag gönnen. Die nächsten großen Themen im Land werfen aber bereits ihre Schatten voraus.